Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Ich zeige euch heute, wie man so eine wunderschöne Schnürung am Rücken eines Trägertops selber machen kann. Und besonders schön dabei ist, dass man durch die Schnürung und diesen Tunnelzug eben das Top ganz individuell anpassen kann und zum Beispiel auch so eine wunderschöne Raffung selber machen kann. Zunächst einmal zeige ich euch jetzt, was wir heute alles brauchen, um diese schöne Schnürung am Rücken selber zu machen. Und das wäre zum einen wie immer eine Stoffschere, ein Maßband und Stecknadeln. Dann brauchen wir diesmal einen Nahttrenner und Garn in der passenden Farbe zu unserem Stoff. Für die Schnürung brauchen wir dann ebenso ein Band. Das sollte mindestens 1 bis 1,5 Meter lang sein, damit man hinterher einfach genug hat, um die Schnürung auch zu verschließen. Da kann man gerne so zum Beispiel ein Schrägband oder ein Saumband benutzen und das eben einmal teilen. Das habe ich jetzt hier gemacht und werde das gleich dann einmal zu einer Art Kordel vernähen. Man kann natürlich auch so Zierband benutzen, was schon fertig ist, oder eben Kordeln in jeder Farbe, die halt eben zu dem Oberteil passt. Wichtig ist einfach, schaut, dass das wirklich gut sitzt und hinterher nicht unangenehm auf der Haut ist. Zu dem Oberteil, da brauchen wir jetzt eben so einen Trägertop, was einen recht engen Rundausschnitt hat. Das sollte von der Form her ungefähr so aussehen. Die sind ja im Moment auch total beliebt und sollte hier oben eben diesen Abschluss mit den Ärmeln haben. Wenn ihr nicht genauso einen Top habt, könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr so ein ähnliches habt. Oder wenn ihr das gerne selber nähen wollt, könnt ihr gerne auch in mein anderes Video reinschauen. Da zeige ich nämlich genau, wie man so einen Top selber näht. Zuallererst werden wir jetzt den Tunnelzug hier an der Seite machen. Dafür müssen wir zunächst einmal die Rückseite des Oberteils entfernen, hier aber eben 3 cm am Rand überlassen, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem wie breit eben euer Tunnelzug werden soll. Und dann werden wir das jetzt erstmal abschneiden und im nächsten Schritt das Ganze dann einmal umnähen. Die Partie hier oben bei den Trägern müssen wir ein wenig anders angehen, weil das bei mir hier zum Beispiel extra nochmal eingesetzt ist. Das heißt, der eine Träger ist im anderen drinne, die eine Seite. Das heißt, das werden wir jetzt einfach einmal auftrennen und dann werde ich hier ein Stück von der Rückseite wegnehmen, damit das Ganze hinterher nicht zu dick ist und das eben dann einmal nach innen schlagen. Wenn man jetzt soweit die Träger aufgetrennt hat und eben hier auch das Ganze passend zugeschnitten hat an der Seite, kann man auch schon anfangen mit dem Anfertigen des Tunnelzugs, wo wir eben später unser Band oder unsere Schlaufe durchziehen werden. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Das heißt, entweder man legt sich das einfach so zurecht auf diese Kante, wo die Naht ist, und kann dann einmal drüber steppen und am besten einmal dran langkettlen, oder man faltet sich das Ganze einmal ein, sodass man nicht nochmal dran langketteln muss, und steppt dann hier einfach drüber. Bei den beiden Varianten ist aber das Problem, dass man eben hinterher eine zweite sichtbare Naht hat vorne und manchmal der Stoff vielleicht auch nicht unbedingt reicht. Deswegen werden wir das jetzt so machen und das ist meiner Meinung nach auch die beste Variante, wenn man vor allem das Oberteil recht eng sitzen hat, dass wir sozusagen einen extra Tunnelzug machen, der dann hinterher so hier die Naht sitzen hat. Dann können wir nämlich auch perfekt die Naht in die schon vorhandene Naht einfügen, so dass das gar nicht mehr auffällt. Das heißt, wir werden das Ganze einmal abketten zuerst und können das Ganze dann einmal ordentlich umlegen, feststecken und dann eben hier in die Naht hineinnähen. Das ist so ein bisschen Übungssache, da sollte man auch darauf aufpassen, dass man nicht hier über das dickere, gekettelte drüber näht, sondern einfach wirklich in die Naht hinein, so dass das Ganze hinterher so ein bisschen in den Schatten reinfällt. Und bevor wir das machen, müssen wir hier oben eben auch noch einen schönen Abschluss machen. Je nachdem, wie bei euch das aussieht, muss man eben hier einmal dieses Eingesetzte raustrennen, sodass wir nur noch den einfachen Stoff haben, und können das Ganze dann einmal einknicken und drüber steppen, sodass man hinterher eben genauso einen schönen Abschluss hat wie hier unten auch.
Eltern jetzt gerne noch eine weitere Lücke haben möchte, wo eben das Band hinterher rauskommen kann, damit man einfach ein bisschen flexibler schnüren kann, sollte man das auf jeden Fall jetzt machen, wenn man das Ganze einmal abgekettelt hat und man schneidet sich dann mit der Schere einmal so ein bisschen schräg eine Lücke eben rein, sollte das Ganze einmal umknicken und eben auch einmal absteppen, damit das hinterher nicht aufribbelt und auch noch schön aussieht. Und die nächsten Schritte werden dann genauso sein wie die, die ich jetzt zeige. So, ich habe den Tunnel hier an der Seite jetzt soweit schon mal fertig genäht und ich muss sagen, das hat wirklich super geklappt, dass man sich einfach die schon vorhandene Naht genommen hat und da hineingenäht hat, beziehungsweise in den Schatten. Man sieht es eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn man damit dann soweit fertig ist, kann man auch schon anfangen mit den Trägern. Ich habe das jetzt soweit schon mal vorbereitet und sozusagen die zweite Schicht, die innen liegt, hier unten einmal abgeschnitten, soweit wie ich es halt umgeknickt haben möchte, sonst wird das Ganze einfach ein bisschen zu dick. Je nachdem, wie euer Träger ist, müsst ihr halt schauen, wie ihr das am besten macht. Meistens haben die Träger ja nicht diese zwei Schichten an Stoff. Und genau, dann werden wir das Ganze einfach einmal umknicken. Gerne kann man das auch noch mal einmal abketteln, damit das Ganze auch wirklich hält. Werden uns das einmal schön ordentlich feststecken und können dann ganz nah am Rand hier entlang absteppen, damit wir eben genau das gleiche haben wie hier unten, auch so ein kleiner Mini-Tunnelzug. So, ich habe jetzt die Seiten und die Träger jetzt soweit fertig genäht und das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich eben einmal das Ganze abgekettelt habe und dann drüber gesteppt habe. Wegen der Breite von dem Tunnel sollte man natürlich immer schauen, wie dick die Kordel oder das Band ist, was ihr benutzt und solltet euch daran eben orientieren. Bei mir ist zum Beispiel das Band jetzt recht schmal, deswegen habe ich diesen ganzen Tunnel auch nicht ganz so breit gemacht. Da müsst ihr einfach selber schauen, wie das bei euch aussieht. Zuletzt brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine Kordel oder ein Band, damit wir später die Schnürung machen können. Und man kann sich sowas natürlich super gut auch fertig schon kaufen oder eben auch selber machen. Eine Variante wäre zum Beispiel, dass man sich so einen Träger in ganz lang selber näht mit einem Jersey-Stoff oder jedem anderen Stoff. Ich habe das ja auch schon sehr oft in meinen Videos gezeigt, wie man solche Träger ganz einfach näht. Oder man nimmt sich zum Beispiel wie ich so ein Schrägband, weil das jetzt einfach die perfekte Farbe hat. Ich habe das Ganze einmal durchgeschnitten und werde das jetzt einmal sozusagen zu einer Kordel nähen. Dafür falte ich das Ganze zweimal ein. Wichtig ist hier, dass ihr die abgeschnittene Seite, dadurch, dass die ein bisschen aufribbelt, nach innen macht und die Seite, die hier geschlossen ist, weil das ja schon das fertige Band war, nach außen. Und dann schlagen wir das eben einfach zweimal ein. Und können einmal schön knapp drüber nähen am Rand und haben dann die perfekte Kordel für unser Oberteil. So, ich habe die Kordel jetzt soweit fertig genäht und habe das Ganze hier unten einfach mit zweimal drüber steppen noch verschlossen. Und von der Länge her sind es tatsächlich jetzt 2 Meter geworden. Ich habe das auch einmal aneinander genäht, weil das nicht reichte am Stück. Da müsst ihr einfach selber mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich genau die 2 Meter brauche. Man kann natürlich immer schauen, zum Beispiel, dass man sich hinten noch eine schöne Schleife binden kann. Oder wenn man es gerne ein bisschen kürzer haben möchte, kann man das natürlich auch so berechnen. Wenn man zum Beispiel einen Gummi hat, was man hinterher einzieht, braucht man natürlich das auch nicht ganz so lang. Also da müsst ihr einfach selber schauen, wie es am besten passt. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch einfädeln. Ich mache das jetzt mit so einer Sicherheitsklammer und klemme die einmal hier dran und können das Ganze dann einmal einfädeln. Wir fangen so an, dass wir einmal das Band hier hindurch ziehen. Dann gehen wir mit der einen Seite hier runter, ziehen es hier runter, mit der anderen Seite genauso und können es dann unten einmal verknoten.
könnt ihr jetzt nochmal das Endergebnis sehen. Ich muss sagen, das mit dem Einziehen hat wirklich super geklappt. Gerade mit der Sicherheitsnadel war das wirklich einfach zu machen. Und dann habe ich das eben hier über Kreuz gemacht, dass man hier unten einen schönen Knoten oder eine Schleife reinmachen kann. Und was ich besonders cool finde, dass man sich das eben hier von der Höhe auch verstellen kann und zum Beispiel so eine kleine Raffung vorne dann drin hat. Wie gesagt, ihr könnt eben auch hier noch so eine Lücke reinmachen, so dass ihr das ganze Band nochmal über Kreuz machen könnt. Das ist wirklich jedem selbst überlassen. Oder man arbeitet zum Beispiel mit kleinen Schlaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim selber nähen.